Wenn ich jetzt hier Hersteller fragen würde, zeigt mal, wie er das jetzt macht, dann stimmt das von 2 Jahren nicht mehr. Also auch da haben sich Meinungen geändert. Wir sind uns da einig, da müssen wir noch optimierter und intuitiver ran. Das können wir nicht allen verkaufen. Digitalfunk, aber der wird ja auch endlich sein. Das ist so. Da werden wir uns auch Dinge überlegen müssen, wie die Kollegen in Hannover oder Leipzig oder. Das kann ich bei uns nicht immer allein entscheiden. Ich habe ja noch so einen kleinen Verkehrsbetrieb im Norden von uns und den muss ich ja immer irgendwie mitnehmen. Ne? Sonst muss ich da immer Bahnhöfe bauen und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ist da entsprechend führend. Mit natürlich diesen Themen, dass wir alle irgendwie mitmachen müssen. Auch das haben wir im Unterausschuss sehr stark diskutiert. Jetzt haben wir dieses Mal, das werde ich jetzt nicht drauf rumreiten, aber schon mitbekommen, dass mehrere Leute, die jetzt jahrelang in der Branche sind, irgendwann die Branche aus verschiedensten Gründen verlassen werden. Und das jetzt vorhandene Wissen und weiter zu verarbeiten, ist schon wichtig. Und wie geht man jetzt zukünftig damit um? Wir haben gesagt, das machen wir vielleicht in dieser Form, wie wir es gemacht haben, nicht. Wir werden uns aber noch mal überlegen, wie wir wieder mal so eine Diskussion auch in kleinen Gruppen vielleicht mit Herstellern, Verkehrsunternehmen zu bestimmten Themen. Ne? Also Innovation, wo man die Kollegen vom Hocker reißt, also die betrieblichen Kollegen und die anderen, das ist nicht da. Jetzt sind wir in dieser Gruppe auch sehr also verkehrsbetriebslastig, also das ist schon eine gute Mischung. Aber ich würde mir wünschen, dass verantwortliche Leute aus den Verkehrsunternehmen auch noch mehr hier reinkommen, um sich auch da weiter zu netzen.